Hi und willkommen zu meinem ersten Video, bei dem ich auch mal vor der Kamera sitze. Wer meinen Kanal kennt, hat ja vielleicht gesehen, dass ich bisher eigentlich nur Videos von mir selber hochgeladen habe, die ich gefilmt habe. Aber ich stand jetzt nie wirklich vor der Kamera und habe mal ein bisschen gequatscht. Und ich dachte, das ändere ich mal. Ich fange jetzt einfach an, hoffentlich regelmäßig Videos zu produzieren, bei denen ich ein bisschen über mein Equipment was erzähle. Ein bisschen vielleicht übers Filmmaking erzähle, vielleicht mal ein Tutorial raushaue, mal sehen, was so kommt. Wenn ihr da Wünsche habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben und ich versuche das dann, soweit es geht, natürlich umzusetzen. In meinem heutigen Video will ich über meine Hauptkamera reden und sie steht auch schon hier, das ist die Sony A7S. Und insbesondere mag ich da jetzt mal auf die Vorteile und die Nachteile der Kamera eingehen. Kommen wir zu den Vorteilen der Kamera. Die Kamera hat einen verbauten Vollformatsensor. Das kenne ich schon von der Canon 6D, die jetzt gerade übrigens auch dieses Video aufzeichnet. Das heißt, für mich haben sich die Brennweiten optisch nicht wirklich verändert. Das heißt, ich musste nicht irgendwie noch einen Crop-Faktor mal mit draufzählen, um jetzt irgendwie meine Brennweite zu erreichen. Das heißt, alles ist gleich geblieben. Ich mag den Look von Vollformat, deswegen habe ich mich auch unter anderem für die Sony A7S entschieden. Der Vollformatsensor sorgt auch dafür, dass man bei geringen F-Stops, kann auch ein bisschen höher sein, so bei F4 oder selbst bei F5 gibt es noch ein schönes Bokeh. Es ist echt cool und ein Vorteil gegenüber einer Micro Four Thirds oder einer APS-C Kamera. Außerdem sorgt der Sensor dafür, dass die Kamera ein extrem gutes Rauschverhalten hat. Das heißt, mit der Kamera kann man bis ISO 409.000 hochgehen und die Kamera rauscht selbst bei diesem hohen Wert nicht wirklich stark. Wohingegen ich mit meiner Canon 6D schon bei 2000 ISO-Wert irgendwie Rauschen im Bild hatte, kann ich mit der problemlos bis ISO 40.000, ISO 50.000 hochgehen, was auch gerade bei so Event-Shoots einem zugutekommt, zum Beispiel bei meinem Video, das ich für die European Management School gedreht habe, das ist das Bachelor Graduation Video, ich verlinke es euch mal. In dem Raum, wo ich hauptsächlich gefilmt habe, gab es einfach eine spärliche Beleuchtung, es hing zwar ein paar Lampen an der Decke, aber die haben jetzt das Bild nicht wirklich hell gemacht. Allerdings hat mich da einfach die A7S extrem gerettet mit diesem Rauschverhalten. Ich musste auch im Nachhinein nicht wirklich was entrauschen, irgendwie dann in Premiere. Ein weiterer Vorteil der Kamera ist das Bild, das bei rauskommt. Das ist zwar jetzt sehr subjektiv, allerdings finde ich, dass es wirklich sehr schön ist. Mir gefallen einfach diese etwas wärmeren Töne von Sony und gerade auch wenn man das S-Log 2 benutzt, ist das zu finden unter dem Picture Profile 7. Dieses Profil kann man da im Nachhinein auch noch sehr viel dran graden und sich so den Look sozusagen erzeugen, den man im Endeffekt haben möchte. Allerdings kann man auch andere Picture Profiles einstellen, wie zum Beispiel das häufig benutzte Scene 4. Dazu habe ich auch ein Video schon gemacht, um das mal so zu testen. Bisher habe ich nämlich immer nur mit dem S-Log 2 gefilmt. Verlinke ich euch auch unten das Video, wo ich das mal so ein bisschen getestet habe und ich finde das Ergebnis ist sehr schön. Der Vorteil von Scene 4 oder auch anderen Profilen ist einfach, dass ihr einerseits nicht so viel graden müsst im Nachhinein. Das Bild ist gesättigter und hat einen größeren Kontrast schon beim Filmen. Und ihr könnt auch schon mit niedrigeren ISO-Werten filmen. Bei Scene 4 ist das, glaube ich, 160 oder 200. Und beim S-Log 2 könnt ihr erst ab 3200 ISO filmen. Das heißt, das ist der kleinste Wert. Das ist natürlich ein leichter Nachteil, wenn ihr bei Tageslicht filmen wollt, gerade mit einer großen Tiefenunschärfe. Da müsst ihr auf jeden Fall einen ND-Filter vorpacken. Die Kamera hat zudem einen 4K-Output, das heißt, wer in 4K filmen möchte, kann das tun. Da könnt ihr einfach hier zum Beispiel Atomos-Recorder draufschrauben und dann über HDMI verbinden. Und die Kamera kann dann bis zu 30 FPS bzw. 25 oder 24 Bildern, je nachdem ob ihr ein NTSC oder PAL aufnehmt, aufnehmen. Ansonsten nimmt die Kamera intern Full HD auf. Und bis zu 60 Bildern bzw. 50 Bildern die Sekunde macht ihr das. Ihr könnt auch in 120 Bildern die Sekunde aufnehmen, dann allerdings nur in der Auflösung 720p. Was mir sehr an der Kamera gefällt, ist die Modifizierung. Ihr habt hier so ein paar Knöpfe, die ihr modifizieren könnt. Die heißen hier C1, C2 und C3. Und da könnt ihr euch einfach irgendeine Funktion drauflegen. Zum Beispiel irgendwie die White Balance oder eine Fokusvergrößerung. Das habe ich zum Beispiel hier auf C1.
oder den Audiopegel, den habe ich bei mir auf C3, den ich dann noch einstellen kann. Und so erreicht er diese Funktion, die er häufig benutzt, einfach sehr, sehr schnell. Auch im Menü, wenn man die Funktionstaste hier drückt, kann man das machen. Könnt ihr euch auch customizen. Kommen wir zu meiner Meinung nach letzten Vorteil der Kamera. Das ist, dass die Kamera einfach, ich nehme sie mal gerade von diesem Batteriegriff ab, extrem klein ist und auch nicht so schwer, ist relativ leicht. Allerdings seht ihr schon, die liegt nicht wirklich gut in der Hand, gerade für Leute mit großen Händen. Da baumelt dann so der kleine Finger hier unten so ein bisschen rum. Deswegen habe ich mir auch hier diesen Batteriegriff gekauft, damit ich dieses Problem eben nicht mehr habe. Und da sind wir auch schon bei den Nachteilen. Die Kamera ist nicht wirklich ergonomisch. Man braucht eigentlich fast diesen Batteriegriff, also man hat wirklich kleine Hände, damit die einigermaßen gut in der Hand liegt. Das mag ich an der Kamera überhaupt nicht. Ich habe gesehen, bei der A7S Mark II haben sie es schon ein bisschen verbessert. Die ist ein bisschen dicker geworden und liegt dadurch auch ein bisschen besser in der Hand. Wenn man schon über diesen Griff hier spricht, den habe ich mir eben vor einem Monat gekauft, kann man auch gleich den Vorteil noch sagen, dass hier natürlich so ein Hochkantgriff dabei ist. Gerade für die Fotografen wird es sehr von Vorteil sein, wenn man Hochkant-Shots eben macht. Liegt besser in der Hand und der Hauptvorteil von so einem Griff ist, dass ihr einfach zwei Batterien reintun könnt. Denn die Sony A7S hat ein sehr schwaches Battery Life. Also wenn ich mit der Kamera durchfilme, hält ein Akku vielleicht so eine halbe Stunde, sowas um den Dreh. Man muss dazu sagen, ich habe nicht nur Original-Akkus, aber wirklich schwaches Battery Life mit dem Batteriegriff könnt ihr es verdoppeln. Ist wirklich coole Sache. Ich habe ja gerade schon drüber gesprochen, dass ich die Modifizierungsfunktion der Knöpfe sehr cool finde. Allerdings muss man sagen, sie sind nicht wirklich gut angeordnet. Allen voran dieser Rack-Knopf, der hier an der Seite positioniert ist, ist mir wirklich ein Rätsel, den da hinzubauen. Warum hat man den nicht einfach in die Mitte gebaut oder oben hin? Wäre viel besser zu erreichen, weil man hält ja die Kamera für gewöhnlich so, muss dann jedes Mal nochmal so zur Seite gehen, um Sachen aufzunehmen. Ich finde, man hat nicht wirklich ein Gefühl, dass der Knopf jetzt auch gedrückt wurde. Mir ist es schon passiert, dass ich Sachen gar nicht aufgenommen habe. Gut, kann man sagen, es ist meine Schuld. Ich kann ja einfach gucken, ob dieser rote Knopf auf dem Display leuchtet, dass ich was aufnehme. Allerdings, wenn ich Sachen aufnehme, bin ich meistens sehr darauf konzentriert, wie das Bild aussieht, wie die Bildkomposition ist, ob die Lichter stimmen und achte nicht so groß drauf, ob ich auch wirklich gerade aufnehme. Allerdings, wenn der Knopf woanders wäre und ich ein Gefühl habe, dass ich auch wirklich gedrückt habe, würde mir das die Sache einfach ein bisschen erleichtern. Andere Kamerahersteller haben es ja schließlich auch schon geschafft. Außerdem, diese Knöpfe, dieser Menüknopf, dieser C2-Knopf, die sind hier oben irgendwie so richtig komisch angeordnet. Ich finde, die hätte man woanders hinpacken können. Oder man hätte hier nicht so einen Abstand lassen können zu diesem Display. Irgendwie sind die blöd zu erreichen. Dann der Verschlussregler und der Blendenregler, die fühlen sich zwar sehr wertig an, aber ich finde, wenn man sie lassen sich nicht gut drehen. Ich finde da, man hat irgendwie keinen Grip, man kann sie nicht so einfach verstellen. Andere Kamerahersteller haben das besser gelöst. Ich habe gesehen, bei der A7S Mark II ist es schon besser geworden. Da hat man so eine Art Gummibeschichtung über diesem Regler. Ist auf jeden Fall eine bessere Sache. Die A7S Mark I hat es leider nicht. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist das Display. Das Display lässt sich hier ausklappen, sodass man auch von unten schön filmen kann und man sieht noch das Bild oder auch von oben. Allerdings zur Seite hin kann man es nicht klappen, also für Vlogger wäre es jetzt nicht so geeignet, beziehungsweise man sieht sich halt einfach nicht. Mich stört das persönlich nicht, ich bin jetzt nicht der Vlogger, allerdings für Aufnahmen von oben ist es echt cool. Allerdings mein Hauptkritikpunkt an dem Display ist einfach, dass es zu schwach aufgelöst ist oder vielleicht sogar auch ein Ticken zu klein ist. Ich sehe bei dem Display wirklich, wenn ich nicht gerade reingezoomt habe, bei der Fokusvergrößerung sehe ich nicht, was scharf ist. Selbst mit Focus Peaking, das mir eigentlich anzeigen soll, welche Bereiche gerade scharf sind. Man sieht da beim Focus Peaking so die Kanten, die dann immer so rot markiert sind, von den Bereichen, die eigentlich fokussiert sein sollen. Man kann auch einstellen, wie stark diese Funktion eingestellt ist.
Aber selbst damit fällt mir das echt oft schwer, Sachen zu fokussieren. Und es ist echt im Nachhinein total ärgerlich, wenn ich irgendwie hier nicht mein Gesicht fokussiere, sondern irgendwie den Anfang von diesem Stativ hier. Ist mir schon ein paar Mal passiert, deswegen habe ich mir auch einen externen Rekorder geholt, den Lilliput A7S heißt er, glaube ich. Kann ich gerne auch mal noch ein Video zu machen. Und der hilft mir einfach dabei, die Videos auch wirklich scharf zu bekommen. So, das war mein erstes Video zu meiner Hauptkamera, der Sony A7S Mark I. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich beim nächsten Mal besser machen kann, was ich anders machen soll. Kritisiert mich bitte nicht zu hart, es war mein erstes Video hier auf YouTube, wo ich mich auch mal vor die Kamera gesetzt habe. Es ist jetzt auch mittlerweile mein dritter Anlauf circa. Mit den vorherigen war ich irgendwie noch nicht so ganz zufrieden. Ansonsten würde ich mich natürlich super über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar, share das Video gerne und bis zum nächsten Mal. Ciao.